Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Sorcery. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Liebe Leute, eigentlich wollte ich heute mit euch dekorieren, aber da müssen wir echt nochmal drüber reden. Und zwar ist es folgendermaßen, ich habe offscreen ein bisschen angefangen, ein bisschen zu probieren etc. und habe dann festgestellt, oh, jetzt sind auf einmal 3 Stunden um und ich habe eigentlich fast gar nichts geschafft, weil es ist sehr detailliert, sehr detailverliebt und so. Und ich habe mir jetzt überlegt, das können wir nicht in den Let's Play packen. Das wird einfach, dann würden 3, 4 Folgen draufgehen, nur allein dieses kleine Haus dort zu dekorieren. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne jeden Zuschauers. Man kann es ja nicht immer allen recht machen, ne? Habe ich ja jetzt auch schon gemerkt, als ich oben diese Büsche angebracht habe, fanden manche jetzt nicht so gut, dass ich einen Kreativmodus benutzt habe. Viele fanden es natürlich vollkommen in Ordnung, ne? Weil für die Büsche müsste ich normalerweise erst in den Norden und Samen holen, und zwar diese Hefesamen oder irgendwas, um dann das bauen zu können. Und das würde aber einfach den Rahmen des Let's Plays sprengen. So, nur habe ich mir halt Folgendes überlegt, wenn wir so eine Projekte starten, wo wir halt so eine tollen Gebäude bauen, dass wir vielleicht so mal an einem Wochenende in einem Livestream auf Twitch zusammen mal so 3, 4 Stunden oder so dann quasi die ganze Deko anbringen, alles gestalten, überall Flaggen anbringen und so weiter und so fort. Weil das, wie gesagt, in den Let's Play zu packen, das würde einfach den Rahmen sprengen, Freunde. Und wenn ich dazu ein genaueres Konzept habe, werde ich nochmal wahrscheinlich ein Infovideo machen, wann und wie der Livestream dann stattfinden wird etc. Genau. Ja, mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich habe jetzt quasi schon dekoriert. Ich zeige euch jetzt einfach nur das Ergebnis, weil, wie gesagt, das hat mich, ich glaube, 3 Stunden waren es. Und es ist nur die untere Etage jetzt erstmal. Und die ist auch ziemlich schlicht gehalten. Also es ist jetzt nicht übertrieben dekoriert, sondern es ist halt ziemlich einfach gehalten. Schön auch in dem nemetischen Stil. Und ja, ich quatsch jetzt nicht lange. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht so schlimm, dass wir das nicht gemeinsam machen. Aber wie gesagt, da geht so viel Zeit weg, das ist Wahnsinn. So, dann guckt schon mal, im Eingangsbereich habe ich hier Holz gelagert. Ne? Drinnen brauchen wir ja Holz zum Kochen und für die Gemütlichkeit. Hier habe ich 2 Fackeln so platziert, dass die jetzt quasi hier so aussehen, als ob die da in dem Geländer stecken. Dann natürlich, ne? Bei uns wird viel getrunken. Hier eine Schubkarre mit einem Fass und hier einfach auch schon mal so ein kleiner Vorrat, ne? Wie so eine Art Getränkeanlieferung, habe ich mir überlegt. Ja, gehen wir mal hier rein. So, das hier soll ein bisschen abschrecken. Das ist halt so ein Krokodilskopf. Genau, das nehme ich auch noch der Punkt. Allein für diese ganzen Trophäen müsste ich ja stundenlang mit euch Tiere töten, um eventuell so eine Trophäe rauszubekommen. Das ist ja auch nicht so einfach. Das ist ja auch immer ein Zufallstrop, diese Trophäen rauszubekommen. Und das will halt keiner sehen. Wisst ihr, wenn wir da jetzt 3, 4 Stunden in der Woche nur allein Tiere töten für ein paar Deko-Elemente, ist einfach Käse. So, dann habe ich hier so einen schönen Teppich hingelegt, so eine Art Fußabtreter. Ansonsten hier drinnen nur 2 Fackeln platziert, sonst ist hier nichts. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Habe ich hier oben so ein nemetisches Schild, hier auch nochmal. Hier so eine, welche, was waren das hier, uralte Kohlenpfanne hingestellt. Genau, und dann gehen wir mal in den Speisesaal. Ganz normal wieder großer Teppich. Ich hatte erst überlegt, so einen langen Tisch, aber der ist ja extrem lang. Der geht ja durch den ganzen Raum. Das ist nicht geil. Dann hier so eine runden nemetischen Reliefs und diese ganzen Tiertrophäen, ne? Hirschtrophäe, Wildschwein. Ich habe vor allen Dingen Trophäen genommen von Tieren, die wir tatsächlich auch schon selbst getötet haben und erledigt haben, aber nicht von jeder jetzt eine Trophäe haben, ne? Wie zum Beispiel eine Tiger-Trophäe habe ich jetzt noch nicht gehabt. Und genau, hier so ein bisschen Tisch dekoriert. Was mich hier allerdings ein bisschen stört, ist, dass die Kerze so schwebt. Ich dachte, ich stelle da mal als Unterlage so eine kleine Eisenpfanne in die Mitte, damit der Wachs nicht über den ganzen Tisch kleckert, ne?
Und ja, und habe dann die Kerze drauf platziert, aber die schwebt halt leider. Aber ist halt so, ist eine magische Kerze, das ist okay. So, dann habe ich mir hier so einen kleinen Wohlfühlbereich gemacht mit einem nemetischen Feuerstelle und hier auch so ein Trinkhorn jeweils oben drauf gestellt. Dann hier die drei Böcke, die fand ich hier in der Ecke irgendwie sehr passend. Stinknormal eine Kohlenpfanne und hier habe ich halt auch bloß stinknormal Fackeln. Ich finde, das hat dieses Ritterburg-Feeling dort nochmal so ein Banner hingehängt und hier so eine nemetischen Stühle, finde ich, passt ganz gut. Hier sitzt dann der Chef quasi immer und kann hier mit zwei Leuten, die dann hier links und rechts in den nemetischen Stühlen sitzen, quasi ja, cool labern, sinnliche Gespräche führen. Das Problem ist, dass es hier extrem heiß ist und ich kriege hier einen Schaden. Also wenn ich hier sitze, muss ich tatsächlich wegen diesen Feuerstellen, ja, muss ich tatsächlich mir Klamotten anziehen, die mich gegen Hitze schützen oder irgendein Getränk nehmen, was mich gegen Hitze schützt. So, genau. Hier ist ansonsten jetzt nichts weiter. Ich habe es halt, wie gesagt, ziemlich schlicht gehalten. Ich mag das so. Das hat irgendwie was Authentisches, finde ich. Sieht man sogar manchmal heute noch in irgendwelchen Museen oder alten Ritterburgen und so, wo sie mal so einen Speisesaal hergerichtet haben. Ja, dann geht es hier weiter. Ganz normale Fackeln. Hier habe ich ein kleines Lager errichtet. Quasi. Ihr seht schon, es wird viel getrunken bei uns. Ein stinknormales Getränkelager. Auch hier als Licht nur eine kleine Kohlenpfanne. Hier so ein Regal hingestellt mit Fässern drinne. Dann das große. Das sind halt alles so eine Deko-Elemente, die man hier bauen kann. Ja, dann geht es hier, wie ihr schon seht, in die Küche. Da ist ein Schild oben drüber. Ja, Küche. Da habe ich auch schon einen Koch stehen. Hab die zwei Kühlschränke, die sind aber noch nicht in Betrieb, weil ich zu faul war, mehr Eis zu holen. Aber das können wir ja noch nachholen. Ja, dann habe ich hier so eine kleine Getränkeecke hingemacht, so mit ein paar Becherchen für die Leute, die da mal schnell vorbeikommen und Durst haben. Habe ich mir gedacht, das passt hier ganz gut. Und hier dann überall so eine nemetische, ist zwar ein nemetisches Bücherregal, aber man kann da auch wunderbar Teller drapieren. Und allein dieses Teller drapieren, ja, ihr seht, das ist nicht immer ganz gerade hier, auch hier. Teilweise kippten die Türme übelst nach links und rechts und so. Das hat mich schon allein immens viel Zeit gekostet, das hier so schön zu drapieren, Leute. Ja, hier so Eisenkessel, Feuerholz für einen Herd, ne? Das ist jetzt hier der verbesserte Herd. Da ist auch schon, du warst ein Named Koch, oder? Ja, Pragoras, der Bäcker. Naja, es ist halt ein Bäcker. Hier auch wieder so ein Schildchen, ein paar Deko-Elemente. Hier habe ich zum Beispiel auch ein paar Alchemie-Deko-Gegenstände hingestellt. Was so ein bisschen aussehen soll wie Olivenöl, Gewürze etc. pp. Hier einen kleinen Geschirrschrank. Genau, dann hier nochmal so eine Getränkeecke. Auch hier nochmal so ein Schildchen, dass man weiß, hier gibt es auch Essen und Trinken und so. Was mich ein bisschen stört an Conan Exiles ist, dass man hier nicht fertige Speisen dekorieren kann. Ne? Wie zum Beispiel bei Valheim oder so. Kannst ja dann immer schön die Tische dekorieren mit fertigen Speisen und so. Das sieht dann immer noch ein bisschen authentischer und belebter aus. Hier allerdings ist nur sowas möglich. Genau, dann hier noch so eine Fische links und rechts angebracht. Ja, das war's dann hier eigentlich auch schon für den Raum. Und dann haben wir hier noch einen Raum, hier auch nochmal ein Lager. Das ist aber dann eher nicht so ein Getränkelager, sondern mehr so Kisten und Fässer und ja, hier habe ich auch mal so ein Wagenrad hingestellt, was eigentlich gar nicht hier so reinpasst. Aber ich finde, optisch macht es was her. Und dann haben wir hier, seht ihr schon, am Schild. Ja, ist eigentlich ein Alchemie-Schild. Ist auch eigentlich irgendwie ein kleiner Alchemie-Bereich, ne? Mit den großen, mit den großen Kesseln. Ich fand es aber halt irgendwie cool. So, hier wird dann, was weiß ich, der Kesselgulasch gemacht. Hier ein bisschen Soyanga und so. Wisst ihr, was ich meine? Hat jetzt wenig mit Alchemie zu tun, soll einfach nur ein bisschen authentisch aussehen. Auch hier schlicht und einfach ein paar Banner angebracht. Und noch ein Geschirrschrank, dann drei so eine Saftpressen und ja. Und das war's eigentlich schon. Aber wie gesagt, das Ganze hat mich 3 Stunden Zeit gekostet. Hier oben können wir ja dann mal in den Livestream die ganzen Räume zusammengestalten. Es gibt halt viel zu tun. Allein dieser Außenbereich, hier hätte ich gern so ein paar Sitzbänke. Hier kann es auch ein bisschen clean aussehen.
Vielleicht ein paar Pflänzchen noch und so weiter. Und übrigens, ein paar Leute haben ja gesagt, naja, aber die Pflanzen, die sind ja viel zu groß und so. Oh ja, hier kriege ich wieder extrem Hitze von diesen, von diesen Öfen unten. Die sollen ja auch, hier, das soll ja kein Balkon sein, wo man rumhängt und sich wohlfühlt. Das soll einfach nur von außen ein bisschen frisch aussehen, ne? Durch dieses Grün, dachte ich mir, das ist, also hier sieht es halt scheiße aus, ne? Das ist klar. Hier kannst du auch nicht richtig in die Stadt gucken, weil, weil du halt immer Blätter vor der Fresse hast. So, das soll aber einfach nur hoch von außen schick aussehen, ne? Ich meine, klar, jetzt ist es gerade dunkel, man sieht es nicht wirklich. Aber ich finde, dieses Grün auch hier drüben, das erfrischt das alles so ein wenig. Ja, Leute. So viel dazu. Jetzt sind wir hier innerhalb von 10 Minuten durchgekommen. Und das Aufbauen hätte halt wesentlich länger gedauert. Ich finde es aber, ich finde es gelungen so, dass mit diesen Schlichten, dass hier nicht zu viel überladen ist. Ich finde das ganz okay so. Macht was her. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ihr hättet es wahrscheinlich völlig anders gemacht. Aber ich finde es okay so. Und das ist halt das Coole an Conan Exiles. Jeder kann halt so spielen, wie er gern möchte. Ja, wie es ihm halt gefällt. Und das ist halt immer das Schöne. Jetzt ist natürlich blöderweise dunkel. Ich wollte jetzt nämlich anfangen, mit euch hier zu bauen. Naja, dann gucken wir mal. Wir nehmen uns erstmal Zeug für Arena. Erstmal kurz die Maske aufsetzen. Jetzt habe ich das Schwert eigentlich schon wieder einstecken. Genau, hier habe ich noch Ziegel, habe ich. Nehmen wir mal Stahlverstärkung und Holz. Was brauchen wir da? Geformtes Holz nehme ich mal an. Und jetzt baue ich mit euch zusammen den erstmal nur den Mauergrundriss. Das wird ja auch ein Weilchen dauern. Aus dem einfachen Grund, dass wir, dass ihr schon mal ungefähr seht, wie das Ganze in Zukunft aussehen wird. Ach ja, genau. Ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen. Wo eigentlich das Problem hier liegt mit diesen, was ich letztens meinte, nehmen wir mal das hier. Das konnte ich ja in der letzten Folge nicht so richtig zeigen. Wo das Problem liegt, wenn man einfach so versucht zu bauen und dann irgendwie versucht wieder den Kreis zu schließen. Also ich bin davon ausgegangen, hier hinten ist mein Haupthaus, dort kommt was hin und hier kommt was hin. Und dann bin ich halt hier so lang gegangen und habe überall so diese Fundamente gesetzt. Ne? Muss ja dann auch immer mal um die Ecke. So, nehmen wir mal als Beispiel das. Und dann gehst du hier so weiter, machst mal hier nochmal eine Ecke rein, weil da irgendwie ein Felsen im Weg ist. Und gehst dann hier so eine Weile rum. Jetzt ist natürlich hier ein blöder Stein im Weg, das war aber doch klar. Den müssen wir mal kurz wegpickern. So, dann machst du hier nochmal eine Ecke. Halt, ich drücke immer das Falsche. So, dann hier nochmal. Dann machst du hier wieder gerade. Wir versuchen halt hier wieder anzuschließen, ne? So, dann hier nochmal eine Ecke rein. Mach mich kaputt, wenn es jetzt gehen sollte. Zack, zack. Ah, jetzt geht's. Ist doch zum Heulen. Ich hab's gestern noch probiert, da ging's nicht. Jetzt hast du es hier natürlich abschließend. Wartet mal. Wie kann ich euch denn das nur beweisen? Wie kann ich es euch denn nur beweisen, was ich meine? Ich habe ja ein paar Screenshots gemacht. Ich bin aber jetzt zu faul, auch die reinzuschneiden. So, passt auf. Gehen wir mal hier so lang. Ja, jetzt kommt hier ein Türmchen irgendwie hin. Machst du hier mal noch eine Ecke rein. Dann wieder eine Ecke. Jetzt stört mich aber auch die Maske ein bisschen. So, weiter geht's. Ich mach mich kaputt, wenn es jetzt wieder geht. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem. Passt auf. Jetzt bist du hier. Ich werde bekloppt, jetzt haut das wieder hin. Wieso klappt denn das auf einmal? Ich habe jetzt hier irgendeine mathematische Form, die funktioniert. Ich werde bekloppt. Habe ich das hier unten nicht irgendwie gebaut? Warte mal, ist das noch da? Nee, das habe ich schon wieder weggerissen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wollte euch jetzt beweisen, dass es nicht so einfach ist, weil eben dieses letzte Stück dann eben nicht schließt. Aber ich habe ja hier auch schon wieder... Genau, hier sieht man es. Ich habe hier eine perfekte Rautenform. Da drei, hier
Hier drei, hier drei. Naja, deswegen. Und hier die Strecke ist auch gleich. Ist man. Ich versuch's nochmal. Kann doch wohl alles nicht wahr sein. So. Nehmen wir mal hier jetzt. Genau, das meinte ich. Hier kriegst, hast du jetzt so eine Ecke, die du definitiv nicht zukriegst, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt, wenn du hier Freestyle so jetzt das nach dem Gelände bauen würdest, hättest du halt immer so eine Ecke, die du nicht zubekommst. Und das ist halt Mist, ne? Dann können wir ja hier nochmal, wartet, aus Spaß eine Ecke reinmachen, um euch nochmal zu beweisen, wie ich es meine. So, zack. Nimmst hier wieder gerade und zack. Wisst ihr, was ich meine? Du kommst dann halt irgendwie immer in die Bredouille. Du kriegst diese Kacke hier nicht zu. Du kriegst keinen geschlossenen Kreis. Wenn du nicht in einer perfekten geometrischen Form baust, die vom Winkel und von der Strecke her so passen, dass es am Ende wieder zusammengefügt wird. Aus diesem Grund, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt damit, aber ich wollte es euch mal zeigen, was das Problem hier ist. Weswegen ich jetzt grundsätzlich hier ein geometrisches Gleich... Na, wie nennt man das? Naja, symmetrisch. Geometrisch, symmetrisch, bla bla. So, wartet, Leute. Arena, wir machen weiter. Das Grundgerüst geht weiter. So, dann kommt hier nämlich einmal ein Türmchen. So, von da aus geht's weiter mit dem. Dann wieder ein Türmchen. Ah, jetzt kommen wir hier aber in die Quere, Leute. Mit unserer Dingsi. Kommen wir hier vorbei? Wartet mal, ich hoffe. Nee. Ha, scheiße, hier kommen wir nicht vorbei, Leute. Dann machen wir erstmal hier weiter. Na, was ist jetzt passiert? So, wartet, Ecke. Mal den Mist hier weghacken. Okay. Oh. Noch wieder gerade. So, Ecke. Ist eine Ecke, ja. Hey, was hier? Ah, hier ist zu tief. Wartet. Hier ist zu tief, sagt er. Naja, ist nicht schlimm, Leute. So. Hoch mit dir. Ja. Yeah. Hier ist wieder Stein im Weg, ne? Ja. Yeah. Ich bin nur noch nicht sicher. Das soll ja dann eine, so eine hohe Mauer werden. Wie wir von unserem kleinen Türmchen vom Haupthaus dann auf die Mauer hochkommen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, Freunde. Müssen wir mal gucken, wie das geht. So, jetzt fehlen hier noch die zwei. Da ist aber... leider der Schmiede-Heini im Weg. Aber warte mal. Das können wir eigentlich gleich mal umbauen. Gib das mal her. Jetzt sind wir zwar ein bisschen überlastet, aber gar kein Problem. So, welche ist das? Garnisonsschmiedebank. So, wartet. Die setzen wir jetzt einfach hier hin. Werkstätten. Schmieden. Garnisonsschmiedebank. Heißt man sie einfach mal hier hin. Ist ja egal, wo die jetzt letztendlich steht.
Huch, was hab ich denn jetzt gedrückt? So. Achso, ich hätte die ja auch verschieben können. Hab's schon wieder vergessen, Leute. So, das packen wir mal alles hier rein. Und du stellst weiter Stahl her. Cool, dann können wir die Lücke nämlich auch zumachen. So, und damit ist es geschlossen. Hier kommt dann das Haupttor hin, ne? Und dann von da aus die Brücke bis darüber. Aber so im Prinzip soll jetzt das ganze Grundgerüst erstmal aussehen. Und hier im Innenhof werden wir dann, ich werde noch einen Brunnen hinbauen, so Stallgebäude etc. pp. Aber jetzt, heute kümmern wir uns erstmal um die Grundmauern. Achso, ne, erstmal lieber die Seite, ne? Wir müssen das dann auch noch absichern mit Zaunsfundamenten. Das kommt dann auch noch. Achso, wartet mal. Hier will ich die Türme aber größer machen. Da muss ich kurz schauen, wie machen wir das? Brauchen diesen. Ah, jetzt ist ja wieder so ein Drecksstein im Weg. Mann, das nervt doch wie Sau. So, wartet. Hier einer. Hier ist noch Eisen im Weg. Ich krieg die Krise. Zack. Zack. So, das hier sollen dann große Türme werden. Hier vorne natürlich auch. Oh, eh. Okay. So, nochmal Dreiecke neigezimmert. Läuft. Gleiche nochmal hier. Und ich sage euch, bei dem Dekorieren kann man sich so verlieren. Das ist echt irre. Das ist so irre, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das einfach offscreen dann gemacht habe. Ich hätte ja auch alles wieder wegmachen können und mit euch zusammen. Ich wollte es heute mal ausprobieren, wie es ist. Und bin dann voll hängen geblieben. So, Leute, hier kommen dann die großen Türme hin. Die kleinen, die lassen wir so. Wir müssen halt jetzt irgendwie einen Aufgang von diesen kleinen Türmen schaffen. Der vernünftig aussieht. Aber wie gesagt, das müssen wir dann mal sehen, wie wir das machen. So. Hier kommen dann wahrscheinlich Treppen rein. Unten lasse ich immer ohne Fenster, weil das ist irgendwie Ritterburg authentisch. Immer erst in die zweite Etage vom Fenster rein. So, genau, machen wir erstmal alle Außenwände ringsrum, würde ich sagen. Oh, was fehlt? Ziegel! Gib ihm mich mal Ziegel ran. Oh, das waren zu viele. Gib mir nur die Hälfte. Ach ne, es liegt hier wegen den Steinen. Deswegen. Wegen der Steine. Oh. Naja, das ist eine ganz schöne Arbeit. Das Ganze muss ja dann noch eine Etage höher. Achso, hier soll ja dann das Tor rein. Da müssen wir dann eh mal gucken. Wartet mal. Wie sieht denn so ein nemetischer Türrahmen aus? Ach, hier gibt es ja ein nemetisches Zaunsfundament. Ach. Ey, das sieht ja cool aus. Warum habe ich das nicht schon vorher entdeckt? Jetzt ist nur die Frage, ziehen wir es bis hoch? Machen wir es bis hoch? Nee, das wirkt nicht. Das muss schon so aussehen, als ob da noch... Guck mal, ist das okay? Zumindest hier für diesen Bereich.
Achso, hier kriege ich jetzt nichts. Nein, ne? Hm, ich bin mir immer nicht so sicher bei diesen Zaunsfundamenten, welche wirklich gut aussehen und welche nicht. So, warte. Das hier gehört noch zum Gebäude. Sieht das gut aus, Leute? Eigentlich ist es okay. Wenn ich es bis hoch ziehe, sieht es, glaube ich, nicht so geil aus. Dann sieht es so aus, als würde das Mauerwerk auf diesem Holz stehen. Hm. Wir können ja das Haupthaus so machen und dann, wartet mal. Was hat man hier noch? Was sagt das Sturmglas? Das Sturmglas sah nicht so geil aus, oder? Sturmglas, Zaunfundament, wartet mal. Obwohl das auch irgendwie geil aussieht. Ich bin mir da halt nicht sicher, welches optisch wirklich am besten passt. Diese Stalldinger sahen auch ganz gut aus. Wartet mal. Hier. Nee. Stallzaun, Stallzaun. Stabiles Stallzaunfundament. Hier, guckt mal. Das sieht eigentlich auch geil aus. Da hast du wenigstens unten noch Stein. Ich glaube, nee, wir nehmen das. Und das wieder weg. So, und wie gesagt, das ist halt immer die Frage. Da kann man halt diskutieren. Dem einen gefällt das hier besser, dem anderen gefällt es besser, wenn es so ist, ne? Ich glaube, wir machen es hier bis hoch. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich dusel. Beutel, was tust du? Sieht das gut aus? Och, das sieht gut aus. Übrigens, habt ihr mich schon vorgewarnt, ne? Es gibt einige Leute, die haben hier oben gebaut. Und ich dachte ja, Onkel Haffi hat ja immer gemeint, du musst deine Base sicher bauen wegen der Purge und so. Aber das Problem ist, dass die Purge, wenn die nicht an dich rankommt, dass die im schlimmsten Fall einfach hier drinne spawnt. Und hier drinne, wenn hier so ein Steinnasen-3-Kopf-Ding spawnt, dann gute Nacht. Dann kannst du echt gute Nacht sagen. Weil die kloppen ja auch durch Wände durch. Die hauen dann einfach alles kaputt. So, passt mal auf. Wie sieht denn hier so ein Tor aus? Seid ihr noch da, Leute? Oh, das sieht gut aus. Da muss da dann halt natürlich... Wartet mal. Und jetzt Treppen. Da müssen dann natürlich Arena-Treppen hin. Oder warte, noch besser. Wie? Hä? So. So. Dann kannst du ja hier noch irgendwie Fackeln, ja, irgendwelche Türsteher oder irgendwas. Ja, doch, das wirkt. Das wirkt gut. Das muss schon top aussehen. Wie gesagt, ihr habt da ja bestimmt immer völlig andere Vorstellungen, was sowas betrifft. Lasst euch da auch nicht aufhalten. Ich mache es jetzt halt erstmal so. Das wird sich im Laufe der Zeit eh hier noch alles verändern. Also das bleibt nicht so. Nicht, dass ihr denkt, genauso wie diese improvisierte Treppe. Stellt euch einfach vor, die wäre gar nicht da. Haben jetzt schon ganz viele Leute gesagt, ey Mensch, hier wegen der Treppe und so, macht die doch ein bisschen schön. Ach so, und jetzt müssen wir hier gucken. Wir machen, es sind 9. Ne, warte, wie viel sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach so, weil der Turm groß ist. Shit, wie machen wir's? Die Mitte wäre hier. Machst du hier im Fenster hin. Dann machst du hier im Fenster hin. Und hier ist eigentlich kein Fenster. Und hier ein Fenster hin. Genau. Weil dieser Turm halt so klein ist, ne? Wir müssen dann gucken, wie wir das am besten gestalten. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Geformtes Holz. Ich hoffe, ihr wart fleißig. Ey, doch, das nimmt jetzt hier auch schon ganz schöne Ausmaße an. Das wirkt schon echt erdrückend. Wo ist denn hier der Sägemann? Hier. Der Sägemann, der sägen kann. Müssen wir gleich nochmal geformtes Holz von unten holen. Bei den Türmen machen wir jeweils, wartet,
Da habe ich diese Seite genommen. Machen wir immer an den ungeraden Seiten dann Fenster. Genau. Also, nee, warte. Welche sind die ungeraden Seiten? Die Dreiecke. Immer an den Dreiecken machen wir Fenster. Okay. Also Dreieck. 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 Und hier. Passt das dann? Sieht das gut aus? Ich weiß es nicht, Leute. Das kann man ja später alles noch verändern. Das ist total irrelevant. So, jetzt wieder. Oh, geht doch hoch. Gnome. Hier ist ein Dreieck. Dreieck, Dreieck. Dreieck. So. Ja, Leute, das wird. Achso, jetzt müssen wir wieder denken. In der Mitte ist ein Fenster, ne, hatte ich gesagt. Mitte ist da. Fenster, Fenster, Fenster. Eieieiei. Da kann man sich aber verlieren schon wieder. Fliegt ihr noch durch, Leute? Guckt, hier können wir schon mal die setzen. So, wo ist hier die Mitte? Das ist wieder irritierend wegen diesem kleinen Turm. Aber hätte ich hier halt einen großen hingebaut, der hätte zu viel, der wäre zu impulsiv geworden und man hätte das Haupthaus nicht mehr so schön gesehen. Deswegen, wartet, wie haben wir es hier drüben? Zwei frei und dann kommt das erste Fenster, okay? Gehen wir mal so ein Fenster. Zwei frei, das bedeutet eins da, eins da. Eins da. So. Wir müssen dann halt nur noch irgendwie da hochkommen, ne? Aber da bauen wir uns dann schöne Treppenaufgänge. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich Holz holen. Ah ja, hier müssen wir dann wieder offen lassen. Das ist ja dann der Eingangsbereich. So, dann holen wir mal Holz. Sorry, dass ich so schlecht vorbereitet bin und das nicht in der Baukiste hab. Wow. Gut gemacht. So, wartet mal. Haben wir hier? Hier ist es. Kriegst du den 1000er Stapel? Wahnsinn. Also wie gesagt, diese Treppe hier, die existiert gar nicht. Hört auf, mir zu sagen, dass ich die schön dekorieren soll. Mit Lichtern oder eine Spirale oder Treppenhaus oder irgendwas. Hier kommt später, das wird hier alles mal richtig geil aussehen. Der komplette Bereich hier, der wird dann mit einer Brücke versehen. Und von dieser Brücke aus gehen dann hier gigantische Treppen nach unten. Und mein Ziel ist es ja, dass die Purge halt irgendwie dann hier an der Treppe angreift. Dass ich, wie gesagt, nur die Treppe verteidigen muss. Ey, guckt mal, das sieht ja schon sehr, sehr festungmäßig aus. Das ist cool. So. Außenseite. Hallo? Fenster, Fenster, Fenster. Mach erstmal überall die Fenster hin. Oh, was hab ich denn hier? Hier hab ich gepennt. Da ein Fenster. Da ein Fenster. Da ein Fenster. Welche nochmal hier hin. Hier hin. So. Dann. Dreieck. Da. So, da haben wir es schon mal zugleich. Und dann müssen wir einen Weg bauen. Ach, hier ist ja auch noch offen.
Mann, 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 Mann. Cool. Gefällt mir schon mal ganz gut. Engt jetzt zwar alles ein bisschen ein, aber das wird ja hier auch sowieso noch enger. Weil hier kommt nämlich dann... stimmt, hier muss ich mal ganz kurz handeln. Das ist die Mitte hier, ne? Hier soll nämlich der Tierpferd hin. Da müssen wir mal gucken. Werkstätten. Gefährten. Was brauche ich für den? Isoliertes Holz. Hat der Zimmermann isoliertes Holz hier oben? Zeig ich mal her. Oh ja, hat er. Genau, und hier oben kommt dann Laufsteg und da kommen dann die ganzen Bogenschützen drauf. Und die den ganzen Kack hier beschützen. Mal, wie rum ist denn der hier? So. Ach, es kann sein, dass ich den zuerst setzen muss. Nee. Oder ich muss die Scheiße hier wegmachen. Es geht gleich meine Spitzhacke kaputt. Nehmt es mir nicht übel, Leute. Ich muss das mal kurz wegwerfen. Es tut mir leid. Ah ja, jetzt ist er kaputt. Scheiße. Kann ich die hier reparieren? Habe ich hier irgendeine... Ah ja, stimmt. Die kann ich doch bestimmt hier reparieren, oder? Wo ist er? Da. Leder. Leder für den Peter. Haben wir hier Leder? Ja, unten ist Leder. Das war knapp. Gib mich mal, ich steck Leder. Ach, zu viel. Nur die Hälfte. Dann gehen wir wieder über die Treppe, die gar nicht existiert. Mensch, die Zeit verrennt schon wieder, Leute. Das ist so krass. Wir können ja in der nächsten Folge, machen wir es so, in der nächsten Folge können wir ja den Schlafbereich für die Gäste und so können wir ja noch zusammengestalten. Aber alles, was in Zukunft hier ist, das machen wir dann einfach im Livestream. So, warte, was wollte ich machen? Ach, hier. Ich muss auch Spitzhocken reparieren. Wo sind die jetzt? Hä, willst du mich veralbern, du Arsch? Also ist die hier. Ach, hier. Aber dann tu es halt hier rein. So, jetzt wird sie repariert. Das dauert aber. Jetzt fertig. Jo. So, dann machen wir mal den ganzen Kletterradatsch weg hier hinten. Damit wir diesen Fersch hier reinbekommen. Das haben wir. Das sollte doch jetzt eigentlich reichen, oder? Sieht doch gut aus. Ja, wo ist denn hier die Treppe? Ich sehe ja nicht, mache die Scheiße weg. Ah, hier ist die Treppe. Muss man die Ego-Perspektive. Was machst denn du? So, dann wartet. Kippen. Left-Shift-Höhe anpassen. Ah, das gefällt mir noch nicht. Das... Also, es ist okay. Der muss näher ran. Warum kriegen wir den nicht näher ran? Was ist das Problem? Ist das hier das Problem? Nee, das sollte nicht das Problem sein, dieser Stein. Wir müssen hier irgendwie mit dem ganzen Scheißding näher ran. Außerdem schwebt der hier hinten. Das stört mich. Ja.
Es ist nicht so einfach, Freunde. Mein Gott, jetzt bleib doch mal hier irgendwie oben stehen. Was machst denn du, Kasper? Okay, er stirbt. Okay. So, hast du jetzt genug Platz, du Idiot? Wenn ich jetzt hier Treppen reinbekommen würde, das wäre, dann wäre es okay. Aber da kriege ich nicht rein, weil der Platz im Weg ist, ne? Ja, das geht nicht. Kriege ich denn das Ding nicht näher ran? Was stört denn hier? Es ist doch eigentlich genügend Platz, oder? Nee, der lässt sich nicht näher ranbringen. Verstehe nur nicht, warum. Nee, das ist mir zu weit weg. Och, Leute. Wenn ich jetzt hier ein komplettes Fundament hinbaue, dann wird es eventuell gehen. Aber das würde ja wieder... Oh, das wäre ja eine übelste Freak-Arbeit. Nützt nichts, Leute. Es ist, wie es ist. Da müssen wir jetzt durch. Müssen wir jetzt einfach durch. Fehlt wieder was? Ziegel. Wartet. Ziegel, Ziegel, Popiegel. Also ich weiß nicht, ob das jetzt klappt mit den Fundamenten. Ist jetzt nur ein Versuch, ne? So können wir es jedenfalls nicht lassen. Jetzt brauchen wir Dreiecke. Wo sind die Dreiecke, die Dreckchen? Da. Das reicht vom Platz her. So, wartet mal. Jetzt gucken wir nochmal. Am besten wäre es hier oben. Wenn wir von hier oben gucken könnten. Wartet mal, ich baue uns mal eine kleine Treppe. Oh, ey. Leck mich da am Arsch. Reicht es? Ja, doch. Hier ist unsere... Ne, hier ist unsere Mauer. Okay, wartet. Was zwickst du, Beutel? Werkstätten? Gefährden? Da ist er. Oh! Ich sehe halt gar nichts, ey. So sehe ich auch nichts. Was sind das noch für eine Scheiße? Ich sehe hier nichts, Leute. Finster wie ein Bärenarsch. Wann wird's denn hier mal hell? Nee, doch. Ja, doch. So könnte es gehen. Sieht hier erstmal okay aus. Du hast halt hier dann einen offenen Bereich. Und ich schätze mal, du kannst ihn nicht zumachen. Doch, guck mal. Haben wir das jetzt gesetzt? Genau an der Säule. Naja, nicht ganz. Sind ja so schief. Ah, der muss weiter rechts. Nee. Was ist denn hier die Mitte? Das hier ist die Mitte. Der muss. Doch, der muss weiter rechts. Ach, die Wände hier, die passen nicht. Ach, weil der Turm breiter ist, das irritiert mich immer noch ein bisschen. Okay, wenn wir die Wände hier hin machen. Ja, guckt mal, dann ist es ein geschlossenes System. Doch, so könnte es gehen, Leute.
Ich meine, klar hast du hier diese kleine Lücke, aber die kriegt man jetzt halt nicht zu. Das ist eben so. Aber damit kann ich leben, eventuell. Ach, guck mal. Das ist verkehrt rum. Wird's jetzt hell? Nee, immer noch nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Kack-Bauwetter heute? Hör mal auf mit dem Quatsch. Oh, ey. Doch, damit kann ich leben, Leute. Das ist okay. Wir müssen jetzt hier bloß eine Brücke schaffen, ne? Eine Brücke schaffen. Wie machen wir das am besten? Gibt es ja bei denen auch so... Ah ja, da gibt es diese. Sieht das geil aus? Ne, das ist der falsche. Den hier brauchen wir. Ah, wartet mal. So. Ist das kompliziert. Jetzt eine Wand. Dann diese Teile. Die Frage ist, kriegt man jetzt da zum Boden rein? Ja. Nee, der ist falsch rum. So. Zeig mal her, wie wirkt das? Wirkt eigentlich ganz solide, ne? Haben wir hier so ein Treppchen? Kannst hier zum Tierpferd und dann kommt hier links und rechts vielleicht so ein Heuhaufen oder irgendwas hin. Doch, das könnte was werden. Hier kannst du ja auch noch ein bisschen dekorieren. Doch, das ist okay. Leute, damit kann ich leben. Und oben soll ja eh lang gelaufen werden. Hier in die... Na gut, in den Turm kommt jetzt nichts rein. Da müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Doch, das fetzt mir so. Ist gar nicht so einfach, ne? Und dann machen wir oben Zaunsfundamente außen hin. Innen lassen wir aber offen, dass die Bogenschützen quasi reinballern können. Ja, Leute. Ist schon wieder die Zeit rum. Ich würde es jetzt erstmal so belassen. Oh, schön, da geht sogar in dem Moment die Sonne dort oben auf, dass man hier gar nichts erkennt. Ich würde es jetzt in dem Moment erstmal so lassen. Hier mache ich dann, glaube ich, zu. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Dieser Übergang zu diesen kleinen Türmen ist echt bescheiden. Vielleicht mache ich die auch einfach höher, aber dann verdecken die wieder zu viel vom Haus. Es ist nicht so einfach. Leute, ihr könnt ja auch einfach mal ein paar Ideen teilen. Ist halt die Frage, ob ich damit einverstanden bin, aber immer mal über sowas reden ist doch cool. Und genau, hier kommt dann so der Zimmermannsbereich vielleicht hin, hier der Gerberbereich und hier der Schmiedebereich. Und in der Mitte machen wir vielleicht noch einen Turm mit einem Gefängnis drin oder so. Ein Brunnen kommt hier noch rein, dann, ach ja, Stallbereich muss hier auch noch irgendwo hin. Stimmt, den Stallbereich, wo machen wir den eigentlich hin? Der braucht ja auch noch ein bisschen Platz. Naja, wir finden schon noch ein paar Ecken hier drin. Es ist halt, das Gelände ist halt sehr klein, dadurch, dass wir jetzt hier so einen Kreis gebaut haben. Aber ich finde es okay, wir lassen es nochmal von außen wirken. Wie sieht, oh ja, geh mal bitte in die richtige Sicht, das macht mich sonst wahnsinnig. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Ja gut, hier schwebt er. Das kann ich jetzt aber nicht ändern. Ich kann ja dann nochmal Fundamente drunter setzen oder so. Dass der eben nicht mehr schwebt. Aber so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Ja cool, hier guck mal, hier kann man sogar auf dem Balkon. Ah ey, du bist so... Komm, du wirst aber diesen kleinen Sprung schaffen.
Ja. Nein, er ist zu dumm. Er war doch schon oben. Mensch, ich will jetzt mal von oben gucken. Du Blödmann. Er macht's nicht. Ich kletter halt so hoch. Ja. Okay, hier haben wir einen schönen Überblick. Doch, Leute, das wird geil. Das wird kompakt. Man wird viele kleine Gassen haben, aber ich denke, das wird cool. Ah, bleib oben. Ja. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst wieder ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis morgen. Ciao.